Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Let's Plays zu This War of Mine. Gucken wir mal, wie die drei Kumpel sich hier so noch durchschlagen. Bis jetzt verläuft ja alles so relativ geordnet, sagen wir mal. Es geht eigentlich hungrig müde. Jetzt dem hungrig sehr müde, okay. Wir haben auch gar nicht mal so viel zum Essen. Ach nee. Nee, machen wir noch nicht. Wir brauchen, glaube ich, irgendwas noch. Wasser bräuchte man nämlich noch. Oh Mann, Anderle. Ja genau, ich kümmere mich ja schon darum, dass hier was zum Mampfen gibt. Dann machen wir nämlich noch mal... zwei Filter. Können wir hier noch mal schön Wasser filtrieren. Macht es. Nice, nice. Ach, die ganzen Möbel habe ich schon zerhackstückt. Gut, haben wir noch ein Wasser. Dann kann man nämlich hier... Wo ist das Wasser? Kann man noch irgendwas anderes machen? Nee, nicht wirklich. Schauen wir mal hier. Hey, ich habe doch gerade hier ein Wasser gemacht. Okay, wer ist nochmal sehr müde? Hier gleich mal zack, ab ins Bett. Marco, ja. Marco darf noch ein Bett bauen. Weil brauche ich noch ein Bett? Ich glaube es eigentlich nicht. Der muss natürlich was essen, das ist unser Plündermeister. Genau. Bei hier, Marco, ab ins Bett. Okay, du bleibst schwach, Kumpel. Eigentlich dachte ich mir ja, dass wir dich heute wieder Wache schieben lassen. Aber unser Pavel hat ja dem anderen verletzten Kerl hier geholfen. Der richtige Lebensretterkumpel hier. Deswegen hat der sich mal ordentlich eine Mütze Schlaf verdient. Also auf jeden Fall. Den Hocker. Ach, den Hocker hauen wir auch klein. Gib ihm. Gib dem Hocker. Er braucht schon Mobiliar. Komm. Gleich ist hier wieder ein bisschen Wasser zum Filtrieren fertig. Also ich brauche auf jeden Fall als nächstes ja, Nahrung. Ganz einfach Nahrung. Ist wirklich wichtig. Ansonsten gar nicht mal so, aber okay, Kumpel, end mal hier meinen Tag. So, hungrig und müde, du darfst im Bettchen schlafen, hier Pavel auf Wache stehen. Und dann zu Marco schicken wir wieder zum Plündern. Ah, hier waren die Leute nochmal drinnen. Menge Lebensmittel, ich glaube hier gehen wir mal hin. Das ist das Wichtigste. Große Menge Teile. Vorsicht, ach Mist. Vorsicht ist geboten. Aber Angst. Ja, hier, das sind ja nur noch die Hülsen, was da rumliegen. Die Munitionshülsen. Könnt auch einfach die beklauen. Dann, es hilft ja nichts, wir müssen überleben.
weiß jetzt nämlich gar nicht mehr, was hier eigentlich los war. Ja, guck mal einfach, was sich abgreifen lässt und wenn, dann müssen wir halt pilzen. Komm, schneller. Ich habe hier keinen Bock auf Feindkontakt. Oh, ich sollte die Tür hier wieder zumachen. Ah, hier ist irgendwas zum Mampfen drunten. Eine Person hat ja gerade gesagt, sie muss mal schauen, ob es was hier zu essen gibt. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Das gefällt mir gerade gar nicht. Mist. Stehen die hier oben? Okay, halten wir uns mal bereit. Okay, verpissen wir uns, das ist es nicht wert. Ach du Mist, ey. Da habe ich noch ein bisschen heiden Respekt davor, vor Konfrontation einfach. Okay, dem macht's gar nichts aus hier. Okay. Okay. Bruno wurde schon wieder leicht verletzt. Hey, komm, ey, der kriegt die jetzt mal auf den Sack. Jo. Jo, auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier das Ding auf. Sehr hungrig. Ja, Mist, hey. Tut mir leid, Kumpels. Hab ich nicht Gemüse mitgebracht? Ach, Kacke. Also jetzt wird's langsam wirklich ernst. Sehr hungrig, hungrig. Ja, dann kriegst du hier was zu, Mom. Jeden Fall. Leicht verletzt, hungrig. Ah. Futterst du hier Dosenfutter? Marco. Schau mal hier unten mal, ob was. Ja, hier Maul, du kriegst was zu essen. Das wird wohl passen so. Gut. Jetzt haben wir hier Kräutergarten. Kräutergarten interessiert nicht. Das. 10 solche Bauteile und. Ach, das ist aber schon Wahnsinn. Okay, Bretter. Ah, okay, mit denen. Damit kann man jetzt hier. Das Haus hier wieder ein bisschen vernageln. Weil. Bleibst hier unten. Das soll jemand andere machen. Okay, muss ich noch ein bisschen warten.
Hungrig, müde, ja, alles klar, ab in die Haie. Mist, ich brauche mal Nahrung hier. Ah, okay, das schaut doch schon mal gut aus. Okay, wir brauchen gleich mal so Bauteile. Schauen wir mal, ob hier unser Händler was dabei hat. Hopp. Auf jeden Fall. Ich brauche mal nicht. Das brauche ich auf jeden Fall. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu übereifrig mit dem ganzen Getausche, aber hier Tabak weg damit. Zucker. Brauchen wir auch nicht. Haben wir da noch? Schießpulver weg. Mann, ich habe fast nichts mehr zum Tauschen. Ist wohl ein Scherz? Nee, eigentlich nicht, Kumpel. Waffenteile. Oh, hier nur was. Brecheisen. Okay, Brecheisen nimmt er. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Soll ich ihm lieber so eine kaputte Axt andrehen? Okay, das reicht nicht. Hat er nicht gerade gesagt, hier, er nimmt den Mist? Okay, Brecheisen weg, hier Schaufel. Eine Schaufel brauche ich, glaube ich, noch. Mache ich mir ein neues Brecheisen, das ist mir gerade mal dermaßen von egal. Käfig. Brauche ich noch 3 Zahnräder? Ist halt, hier geht's um Essen, Nahrung. Das wäre sehr wichtig. Okay, schaue ich, ob ich nochmal was raushandeln kann. Ich brauche. Ja, toll, der hat nur noch 2. Er hat nur noch 2. Eieiei. Oh, verdammt beeindruckend. Ja, dann kriegt man hier noch ein bisschen mehr raus. Was können wir dem denn noch aus dem Ärmel leiern? Sowas. Filter. Okay, dann möchte er noch was. Was ist denn das eigentlich? Düngemittel. Okay, Köder ist es. Das sieht aber gut aus soweit. Handel mal einen Scheiß auf das Verbandszeug. Kräutergarten. Die Kräuterwerkstatt. Okay, da können wir das ganze Mistzeug verarbeiten. Eigentlich wollte ich ja schauen, dass ich autark wäre. Okay, da brauche ich haufenweise Bretter, das ist schon mal Wahnsinn. Kräutergarten. Okay, da brauchen wir Düngemittel dafür. Falle für Kleintiere. Das ist mein nächstes Tier. Also. Da brauche ich gar nicht lange rumtun. Das ist. Bleibt draußen. Klar, hier gibt's nichts zu sehen. Ja, du gibst mal Gas. Das kann's ja nicht sein.
Ach, die hängen da nur einen Vorhang davor und das war's, oder wie? Ist ja einfach. Alle sind hungrig, bis auf den Koch. Komm, Wasser machen. Da kann ich dem nur irgendwas aus dem Ärmel leiern. Ja, ohne Witze, die hängen echt nur einen Vorhang davor und sagen, fertig, kommt keine mehr rein. Weil Wasser kriegen wir gerade gut rein. Aber ich brauche, glaube ich, Nahrung, natürlich. Ja, Tabak. So normales Gemüse wäre toll. So, das natürlich wieder. Ich da vielleicht noch irgendwas dafür? Fleisch. Immer noch großzügig, okay, dann nehmen wir noch das Zeug mit dazu. Oh, ich glaube auch das Wasser nicht. Das Wasser doch. Es gibt ein bisschen Mampfen. Alles klar. Zack, Tür zu. Und Chaco. Hier unser Koch gleich wieder anfangen. Den müsste ich eigentlich doch mal da noch mal dafür. Das ist relativ günstig. Ich glaube, ich baue lieber noch mal so ein Mistding. Und baue das Ding. Nein, nicht du. Marco, du Abheier. Ich glaube, wir haben Brecheisen. Brecheisen verheizt, glaube ich. Schauen wir, ob wir gleich wieder eins bauen können. Da. Au. Brauche ich wieder zwei von den Teilen. Okay, gut zum Wissen. Messer. Messer wäre, glaube ich, mal angebracht. Aber, das ist teuer. Aber ich brauche mal Waffen. Das ist auf jeden Fall dringend notwendig. Sind beide ausgeschlafen, ne? Ist top hier. Okay, essen, 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 essen. Ja, der ist halt schon wirklich schnell hier als Koch. Leicht verletzt, ja, dann schicken wir den mal ins Bett. Er darf was snacken. Normalerweise muss man auch jeden Tag wirklich voll ausnutzen hier. Und ich brauche irgendwas zum Handeln. Weil zum Wasser selbst herstellen brauche ich ja auch hier die Filter, die relativ teuer sind. Da muss ich irgendwie das Material dafür eintauschen. Okay. Schauen wir mal. Schule. Das Mittel etwas. Viel Zeug. Hört sich gut an. Leicht verletzt. Du bleibst im Bett. Plündern. Wache. Hopp. Ich gehe in die Schule. Mal. Ich nehme eine Schaufel mit, soll schon reichen. Vierte Schule.
Ah, das sieht nicht schlecht aus. Was ist da oben? Ja, klar. Alles kaputt. Okay, es sind ja doch einige Bomben eingeschlagen in das Ding. Also ich weiß ja nicht, aber Menge Teile sieht irgendwie anders aus. Ja, gut, dass wir hier die Schaufel mitgenommen haben. Ansonsten wirklich no chance. Ja, freu dich über der Schaufel. Da spinne ich. Also da gibt's glaub ordentlich was zu holen. Wobei natürlich das Problem ist, dass relativ wenig Nahrung anzeigt war. Okay. Schaut doch mal top aus. Draußen verriegelt. Ah, okay, da unten brauche ich eine Säge. Alter, was war das für eine Schule? Warum ist hier eine Nische? Okay. Was ist mit dir los, Kumpel? Da haben sich ein paar Obdachlose eingenistet, okay, aber die registrieren mich gar nicht. Oh, die brauche ich. Die brauche ich ja dringendst. Mann, hier brauche ich auch wieder eine Säge. Was ist denn eigentlich, wenn ich vor Ablauf der Zeit hier nicht wieder rauskomme? Sagt hierzu. Ich nehme doch gar nichts. Was spinne ich denn? Okay. Müsste man normalerweise mit ein paar Leuten mehr kommen. Ein ganzer Transporter irgendwie in die Richtung. Überall hocken sie rum. Es ist halt auch eine Wohngemeinschaft. Okay. Essen wäre noch cool. Weiß ich nicht, ob das so klug ist, innerhalb vom Haus Feuer zu machen. Ja, schön sich vergasen. Sagen die eigentlich was, wenn ich da direkt was anpacke? Okay, da drüben waren wir schon. Habe ich glaube schon reingeschaut gehabt. Da gibt's. Okay. Na toll. Wir brauchen Brecheisen das nächste Mal und eine Säge. Schauen wir aber gleich nochmal, was da oben los ist. Scouting. Kann man nicht mehr mitnehmen. Lass ich aber mal diese Dinger da. Die elektronischen Bauteile sind es, glaube ich, irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Also Essen habe ich jetzt gar nichts gefunden. Das wurde ja auch angepriesen. Oh, zum Schaufeln. Cool.
Zeit haben wir fast keine mehr, aber kann man schon mal den Weg fürs nächste Mal ein bisschen bereiten. Ja, oh, mehr Teile. Viel mehr Teile. So, das ist für Baumaterial echt ein super Ort. So gefällt mir das Looten. Schön ruhig, hocken ein paar Leute rum. Habe eigentlich nämlich keinen Bock, dass ich hier die anderen einfach absteche und ihnen ihr Zeug wegnehme. Eigentlich weniger in meinem Interesse, aber... Naja, wenn's soll's so sein, dann kann ich auch nichts mehr machen. Kann ich von der Seite? Ja, von der Seite kann er ran. Gut, haben wir das auch wieder gesehen. Dann muss ich schon von dannen ziehen. Ja, haben wir mal optimal ausgenutzt die Nacht, auf jeden Fall. Eine Woche haben wir schon geschafft. Ja, Kumpel, du wirst schon noch ein paar Mal da laufen müssen, glaube ich. Passt, so weit, so ruhig. Zwei ruhige Tage. Naja, einmal hier ein bisschen mit Feindkontakt sozusagen, aber wir sind ja nicht gesehen worden oder angegriffen worden. Sollten wir schon packen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es so war. Bis zum nächsten Mal. Servus.